Hallo meine Lieben und schön, dass ihr mit dabei seid. Heute möchte ich mit euch zusammenfilzen und zwar die Größe 38, 39. Ich weiß nicht, wo sie her ist, ich habe sie mal geschenkt bekommen, von Decor, die Filzwolle 50 Gramm Knäuel. Dafür brauche ich für die Größe pro Fuß 2 Knäuel. Es bleibt aber auch ein bisschen Wolle übrig. So, dann seht ihr hier auf meinem Tisch schon ein Nadelspiel und eine Rundstricknadel. Die Rundstricknadel ist aus Gemütlichkeit, ist also kein Muss. Die ist jetzt, weil wir am Anfang mit Reihen und gehen dann später in die Runde. Man kann aber auch alles ganz toll auf dem Nadelspiel machen. Mir ist es nur ein bisschen zu kuschelig. Deswegen nehme ich dann lieber für die Reihen die Rundstricknadel. Natürlich in derselben Größe, ist ja ganz klar. Wir stricken das Ganze in der Größe 8. So, für die Größe 38, 39 schlagen wir als allererstes 34 Maschen an. Das mache ich bei mir im Kreuzanschlag. 1, 2, 3, 4, 5. So, jetzt haben wir hier unsere 32 Maschen. Und die stricken wir jetzt auf dieser Reihe rechts ab. Das heißt, alle Maschen einfach einmal gemütlich rechts. So, und auf der Rückreihe stricken wir das Ganze links. Dafür hebe ich mir dann die erste Masche gerne ab und stricke dann links. Gibt auch einen schönen Rand, wenn wir das Ganze dann zum Schluss vernähen. Wenn wir die erste Masche jeweils abheben. Das könnt ihr übrigens auf beiden Seiten machen, dann habt ihr auf beiden Seiten so einen wunderbaren Vernährand. Oder was auch einen schönen Vernährand ergibt, zeige ich euch gleich. Ist, wenn ihr nicht die erste Masche abhebt, sondern die letzte. Und zwar immer mit dem Faden vor der Arbeit, da habt ihr dann auch einen ganz tollen Vernährand. Das wäre dann jetzt die Arbeit, den Faden vor die Arbeit legen und einfach die Masche abheben. Dann beim Wenden ganz normal die Masche rechts abstricken. Und so bekommt ihr halt auch einen wunderschönen Vernährand, was es uns dann ermöglicht, dann das Schüchen ganz flach und ohne Kante, ohne Wulst oder irgendwas zu vernähen, weil genau das müssen wir hier zum Schluss dann tun. Also wir vernähen das hier, aber das hier sieht man dann hier drauf. Im Prinzip da, wo wir den Fuß reinstecken. Und das ist ja auch nicht schlecht, wenn wir da eine hübsche Kante auch haben. Ich zeige es euch gleich nochmal. Das ist übrigens jetzt Reihe 3. Und ja, es ist wichtig, dass ihr die Reihen mitzählt. Wozu? Das erzähle ich euch gleich. So, Faden vor die Arbeit, Masche abgehoben und hübsch. Aber wenn ihr das so macht, dürft ihr jetzt die erste natürlich nicht abheben. Die könnt ihr aber dafür jetzt einfach rechts stricken. So, und die anderen alle links. Reihe 4. So, und das machen wir jetzt so lange weiter, bis wir insgesamt 32 Reihen geschafft haben. Wir machen jetzt im Prinzip schon dieses Riesenstück. So sieht unser Schuh dann vorm Filzen aus. Das hatte ich euch, glaube ich, noch gar nicht gezeigt. Also, so sieht der Fuß dann aus, oder der Schuh dann aus,
wenn wir mit dem Stricken fertig sind und bevor er in der Waschmaschine war. Und ja, der passt hinterher, der geht nämlich nochmal ordentlich ein. 30 bis 40% sind da auf jeden Fall drin. So, und wir machen jetzt gerade dieses ganze Stück. Hier, das hier hinten, die Naht, das ist die Anschlagskante. Das ist das, was wir hier haben. Da, wo wir unsere Maschen aufgenommen haben. Das wird dann schön flach vernäht. Und das, wo wir uns jetzt gerade einen hübschen Rand machen, das ist dann das hier oben drauf. So, ich stricke mal meine Reihen weiter. 32 Stück brauchen wir und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn das geschafft ist. So, meine Lieben, wenn wir unsere Reihen geschafft haben, sieht das Ganze so aus. Ich weiß, noch sehr unspektakulär. Jetzt kommt das Nadelspiel zum Einsatz. Wir stricken uns jetzt unsere Maschen auf das Nadelspiel und zwar 8, 9, 8, 9. So, dafür schnappe ich mir jetzt einfach hier vorne. Wer das gleich auf Nadelspiel gemacht hat, verteilt sich jetzt ein. Ups, entschuldigt bitte. Verteilt sich jetzt einfach die Maschen dementsprechend. So, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die Nadel ist fertig. Nächster. Und jetzt seht ihr bestimmt auch gerade, warum ich das jetzt mit der Rundstricknadel angefangen habe. Das ist einfach mehr Platz zum Hantieren. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nächste Nadel. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und die restlichen Maschen hier drauf. Wir werden gleich noch mal die Maschen umverteilen müssen. Ja, mit 8 angefangen. Hier kommt dann eine Zunahme drauf. 9. Genau, ich hätte hier auf die Nadel hätte ich 9 nehmen sollen. Auf Nadel 3. Ich hebe mir mal eine rüber. Also die Aufteilung ist 8, 9, 9, 8. Ich habe da gerade ein wenig getarnt. So, zack, die rüber. Das heißt, ich habe jetzt auf Nadel 1, 8, auf der Nadel 9, auf dieser Nadel 9. Und auf die Nadel, die ich gerade stricke, kommen 8 Maschen. Warum? Haben wir gleich. Ich habe mich jetzt gerade in der Ansage getarnt und war noch beim Sockenstricken. Entschuldigt bitte. So, wir schauen nochmal. Hier waren es 8. Auch das ist Nadel 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, auf die beiden Nadeln jeweils 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und hier auf der Nadel nochmal 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Passt. So, jetzt schließen wir das Ganze zum Kreis. Dieser Schritt, den wir jetzt machen, der kommt jetzt nur in dieser Runde. Einfach dafür, dass der Fuß dann richtig toll reinpasst. Wir machen jetzt im Prinzip dieses Stück. Wir haben jetzt das Stück haben wir schon gemacht und jetzt machen wir dieses Stück. So, wir verdoppeln jetzt hier die erste Masche. Das heißt, diese Masche hier wird jetzt verdoppelt. Das könnt ihr entweder so im KFB machen oder ihr strickt die erste Masche ab. Schnappt euch hier unten dieses süße Querding, legt euch das drauf und strickt das wieder ab. So habt ihr das auch verdoppelt. Das ist jetzt für die, die jetzt kein KFB mögen. Die können das auch so ganz einfach machen. Nehmt euch einfach die Masche von unten drunter, legt euch die auf die Nadel und strickt euch die rechts ab. So, den Rest der Maschen stricken wir komplett rechts rum. Also die ganze Reihe.
bis auf die letzte Masche von Nadel Nummer 4. Das heißt die zweiten Nadeln mit den 8 Maschen. Da wird die letzte Masche auch verdoppelt. So, jetzt bin ich auf der letzten Nadel. Wie ihr seht, mein erstes Wollknäuel ist schon fast alle. Oder Filzknäuel. Ist ja keine richtige Wolle, ist ja Filzwolle. So, jetzt stricken wir hier einmal bis auf die letzte Masche. Und die wird jetzt auch verdoppelt. Also, einmal die Masche stricken, dann hier unten geschnappt und nochmal vergestrickt oder gleich im KFB. So, das machen wir aber nur diese eine Runde. Jetzt stricken wir 28 Runden alle Maschen rechts. Das heißt, ich mache jetzt hier einen Strich drunter. 28 Runden brauchen wir jetzt. Das hier oben waren die Reihen, jetzt kommen die Runden. Und Runde 1 haben wir gemacht. Runde 2 kommt jetzt. Und wir stricken uns jetzt einfach ganz gemütlich mit rechten Maschen unsere 28 Runden. Also so ein Filzschuh ist wirklich wahnsinnig schnell gemacht. Da kann man sich richtig schön dann für den Herbst und Winter eindecken. Als Hausschuh oder als Geschenk oder auch euch fällt schon was Schönes ein. So, ich stricke mal meine 28 Runden und dann machen wir unsere Spitze. So, wenn wir dann soweit sind, kommt jetzt der einfachste Arbeitsschritt. Wir haben ja jetzt auf jeder Nadel 9 Maschen. So, da seht ihr auch wieder mehr. Wir stricken jetzt bis auf die letzten beiden Maschen. Das heißt, die beiden Maschen nicht. Die Maschen alle rechts. Die hatte ich nicht den ganzen Faden erwischt, jetzt aber. So, und die beiden Maschen, die wir jetzt hier noch auf der Nadel haben, die stricken wir rechts zusammen. Das heißt, wir gehen mit der Nadel einfach zusammen dadurch, durch beide Maschen, holen uns den Faden und haben eine Masche weniger. Ja, und das machen wir jetzt immer wieder. Das heißt, in jeder Runde nehmen wir auf jeder Nadel immer die beiden hintersten Maschen ab. Das heißt, auf dieser Nadel auch gleich wieder. Moment. So, und die beiden zusammen. Und das, wie gesagt, jetzt auf jeder Nadel immer die beiden letzten in jeder Runde. Wir stricken keine Runde drüber. Das machen wir jetzt so lange, bis wir noch so 2 Maschen haben. So, die Abnahmen gingen ja jetzt rasend schnell. Wir haben es jetzt ungefähr so und ich hoffe, ihr auch. So, jetzt wird abgekettelt. Wir stricken die erste Masche rechts, wir stricken die zweite Masche rechts und heben dann die hintere über die vordere. So, jetzt haben wir auf der Nadel noch eine und die Nadel ist befreit, die kann weg. Nächste Nadel. Wir stricken eine rechts, wir heben von hinten nach vorne drüber. Wir stricken eine rechts, wir heben von hinten nach vorne drüber. Und frei. So, jetzt noch einmal. Wir stricken, wir heben. Wir stricken, wir heben. Nadel frei. Und ein letztes Mal im Bunde. Wir stricken, wir heben, wir stricken, wir heben. Und das ist unsere letzte Masche.
Faden recht großzügig abschneiden, weil jetzt müssen wir das Ganze vernähen. Also eine große Nähnadel. So, das wird unsere Außenseite. Das heißt, wir stülpen jetzt erstmal. Hier hinten haben wir noch alles offen. Wir stülpen jetzt das hier oben. Das hier ist unser Fuß. Hier, da habe ich neue Knäuel angesetzt. Die Fäden vernähen wir gleich. Wir holen uns das jetzt mal nach innen und stülpen uns das Ganze um. Suchen wir kurz unseren Anfangsfaden. Da ist er. Hier, da habe ich das neue Knäuel angesetzt, weil eins hat nicht gereicht. Wenn ich das zusammenziehe, da ist nichts mehr zu sehen. Moment, ich zeige es euch von der Seite. Da ist alles wieder wunderschön weg. Die vernähen wir gleich. Jetzt vernähen wir erstmal das. Dafür schnappe ich mir noch einen Stopfpilz zur Hilfe. Wer das nicht hat, man kann es auch ganz einfach ohne machen. Das ist auch kein Problem. Aber mit geht es halt leichter. So, hier ist jetzt unsere Spitze. Hier haben wir jetzt das riesengroße Loch. Und dann nähen wir uns jetzt einfach einmal entlang, dass dieses Loch geschlossen ist. Nach der Wäsche ist davon gar nichts mehr zu sehen. Zieht auch die Maschen nicht zu dolle an, weil sie brauchen noch Spiel, um sich zusammenzuziehen. So, jetzt gehe ich einfach nur so ein paar Mal hin und her, weil unser Vernähfaden verfilzt in der Waschmaschine ja automatisch mit. So, ein bisschen großzügig abschneiden, weil der schrumpft dann noch. Wir müssen jetzt in allen Sachen ein wenig größer denken. So, jetzt wollen wir aus dem Ganzen noch einen Schuh machen. Dafür legen wir jetzt hier hinten einfach beide Seiten aufeinander. Und entweder ihr habt hier noch genug Faden, mit dem ihr es vernähen könnt, oder ihr schneidet euch einfach ein neues Stückchen Faden ab. So. So, mit dem neuen Stückchen Faden, falls ihr nämlich hier nicht genug habt, deswegen mache ich das jetzt so. Solltet ihr hier genug haben, näht ihr hier einfach einmal runter. Mit dem neuen Faden, den müssen wir jetzt erstmal an diesem Schuh befestigen. Dafür legen wir beide Seiten hier oben ordentlich aufeinander, ziehen unseren Schuh ein bisschen straff und dann bis hier unten zu unserer Ecke. Da, das ist unsere Ecke, wo offen ist. Da gehen wir jetzt einmal durch, ziehen den Faden aber nicht ganz durch und setzen hier ein ganz kleines Knötchen. Das spürt man hinterher nicht und das vor allen Dingen, es verfilzt ja mit in der Waschmaschine. Und jetzt nähen wir uns ganz flach hier oben lang. So, dass wir hier ganz wenig irgendwo Überstehendes haben, weil das würde uns sonst an der Ferse stören und wehtun. Wie ihr seht, ich gehe da auch einfach hin und her. Und gehe wirklich ganz, ganz knapp daran vorbei. Und auch hier ziehe ich nicht dolle an. So, und hier oben verstechen wir den dann. Und wenn wir dann schauen, haben wir hier ganz wenig Nahtkante. Und von außen sieht man fast gar nichts. Weil alles, was ihr jetzt an Nahtkante habt, drückt euch dann wieder am Fuß beim Laufen. Und das wollen wir ja nicht. So, ich fädel mich jetzt noch mal so ein kleines bisschen hier nach unten. Einfach nur, dass ich den Faden so ein kleines bisschen verstochen habe. So,
Ich schneide ihn wieder großzügig ab. Er schrumpft ja wieder um 30 bis 40%. Alles, was mir da nicht gefällt und was noch rausguckt, wird ganz abgeschnitten. So, zum Zeigen habe ich ihn jetzt nochmal umgedreht. Einfach, dass ihr nochmal schauen könnt. Ist ein Riesenschuh, wie ihr seht. Und jetzt geht das Ganze in die Waschmaschine. Beide Schuhe zusammen. Und ihr könnt jetzt alles nehmen, was die Umdrehungen und die Hitze der Waschmaschine aushält. So, ich nehme zum Filzen diesen Wasserenthärtungsball. Wie ihr seht, ich habe keinen Tennisball, aber zum Filzen reicht der wunderbar, weil der hält nämlich das Waschen aus und der hält das Schleudern aus. Wer das nicht hat, Tennisball, diese Clogs zum Beispiel gehen auch ganz wunderbar. Wir brauchen einfach etwas in der Waschmaschine, was gegen das Gefilzte oder das zu Filzende dagegen schlägt. Dann filzt das schöner. So, das Ganze geht bei ca. 40 Grad in die Waschmaschine für knapp 2 Stündchen und schleudern so um die 800 bis 1000 Umdrehungen. So, ich mache das mal und dann schauen wir sie uns nochmal an, wenn sie getrocknet sind. Natürlich wollen wir ein Vorher-Nachher wissen. Also vorher, vorm Filzen, ist mein Schüchen 40 cm in der Länge. Von vorne von der Spitze bis Rinder 40 cm. Und wenn ich dran denke, messen wir das dann auch hinterher nochmal. So, ich packe das Ganze jetzt in die Maschine und dann schauen wir es uns nochmal an. So, meine Lieben, zum Trocknen würde ich euch empfehlen, stellt euch den Schuh hin, richtet ihn schon ein bisschen aus und lasst ihn dann so trocknen. Wenn er dann richtig trocken ist, ist er super weich und beweglich und alles. Und wie ihr seht, das ist aus dem Schuh nach der Waschmaschine geworden. Und wenn wir den jetzt mal, ich mache ihn mal breit und wir messen mal, haben wir jetzt noch einen zarten Schuh von gerade mal 27 cm. Wenn ich ihn ganz hinten an die Kante anlege, bis vor hier, ich gehe schon in die Kurve hinein, mittig, da sind wir bei 28 cm. Also ideal für den Fuß und ja, die Größe passt da auch ganz toll rein. Das dann ist Schuh Nummer 2 und sobald es trocken ist, habe ich hier drin noch so das eine oder andere Fädchen, das schneide ich dann noch ab. Aber jetzt ist das alles ordentlich miteinander verfilzt. Das heißt, meine Fädchen kommen auch nicht wieder raus. So, und hier schneiden wir auch einfach ab. Und das Stück. Und wie ihr seht, das ist jetzt alles richtig toll miteinander verfilzt. Das hier ist noch vom Anfang, das spürt man aber nicht. Und ansonsten ist hier alles ganz wunderbar weg. Wir stülpen es wieder zurück. Und ich stelle es gleich wieder zum Trocknen hin. Aber so konnte ich es euch wenigstens schon mal zeigen. Hier, meine Lieben, ich hoffe, ihr habt viel Spaß mit eurem Puschen. Und ja, die halten wunderbar warm. Da war eine Fussel, so weg. Also mit denen an den Füßen wird euch definitiv im Herbst und Winter nicht kalt. Und ihr habt ja gesehen, sie lassen sich wirklich ganz wunderbar schnell stricken. So, dann würde ich sagen, beenden wir das Video für heute hier. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben da, da würde ich mich mega drüber freuen. Und ansonsten wünsche ich noch euch einen wunderbaren Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.